Hallo meine Lieben, heute mal Premiere, heute ich bin hinter der Kamera. Und als erstes wollte ich euch mal einen kleinen Blick zeigen, wo wir heute sind. Wir sind in der schönen grünen Natur, wir sind wieder in unserem Garten. Alles grünt und blüht. Wunderschön, oder? Ja. Und um das Ganze noch perfekt zu machen, haben wir uns gedacht, machen wir heute den Sonntag zum Grilltag und ich zeige euch jetzt, wie man einen Grill anmacht ohne Spiritus und ohne irgendwelche Hilfsmittel. Als erstes zeige ich es mal ganz kurz hier. Neben dem Grill habe ich einen Eimer mit Wasser stehen, weil hier doch wenig Regen in den letzten Tagen, das wisst ihr vielleicht, dass es in Deutschland wenig geregnet hat. Und weil ich Angst habe, dass hier irgendwas in Flammen aufgeht, habe ich den Eimer mit Wasser daneben gestellt. So, der Grill ist hier und ich zeige euch jetzt mal in Schritten, wie man damit anfängt. Also, los geht's. So, als erstes habe ich jetzt hier mal eine Zeitung, also insgesamt 5 Zeitungsblätter, schön locker zusammengeknüllt. Und hier zu einem Ring aufgeschichtet. Ihr müsst nämlich wissen, das Feuer brennt von unten nach oben. Und wenn man oben auf die Holzkohle oder auf die Briketts einfach nur ein bisschen Spiritus macht, brennt das oben weg und dann war's das. Deshalb immer die sehr gut brennbaren Sachen nach unten und was etwas länger braucht zum Anfeuern, dann nach oben. Das heißt, auf die Zeitung kommt jetzt Holz. So, seht ihr, ich habe das Holz jetzt aufgeschichtet. Es ist eine bunte Mischung. Ich habe hier einmal Kirschbaumrinde, Birkenrinde, dann ein bisschen was Holz, so was so vom Basteln übrig geblieben ist, was misslungen ist und so. Und ein bisschen Brombeergestrüpp. Alles bunt durcheinander. Wie gesagt, das schwere Holz nach unten. Oben das leichte Holz, die dünnen Ästchen nach unten. Beziehungsweise hier an der Seite kann man das auch sehen, habe ich auch das etwas dickere Holz an die Seite, dass man das auch gut anfeuern kann. Als letztes lege ich noch ein paar Briketts auf und dann können wir es auch schon anzünden. So, ihr seht jetzt, hier habe ich die Holzkohle bzw. die Holzkohle-Briketts schön aufgeschichtet, schön mit dem Holz zusammen verarbeitet, na, dass das eine gute Einheit bildet, denn die Briketts sollen ja von dem Holz angezündet werden. Jetzt habe ich mir hier so einen kleinen Fidibus gebaut. Ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Ich sage immer Fidibus dazu, so ein bisschen gut brennbares Papier, so Packpapier. Und schon geht's los. Ich halte das hier ran. Und jetzt leckt das Papier und das ganz dünne Holz lecken jetzt dran. Und nach geht das Feuerchen los. Und wenn es dann soweit ist zum Grillen, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt auch was Kleines, Feines zum Trinken. Einmal Vogelbeertropfen und einmal Spreewaldkirsche. Den Vogelbeertropfen trinkt zwangsläufig mein Mann, der ja aus dem Spreewald kommt, beziehungsweise aus Cottbus kommt. Und ich trinke die Spreewaldkirsche, weil ich ja aus dem Erzgebirge komme, wo der Vogelbeertropfen herkommt, nämlich aus Lauder. Gut, ich komme nicht aus Lauder, aber ich komme aus dem Erzgebirge. So, also trinken wir jetzt gegenseitig unsere Heimat. Zum Wohl! So, und wenn das Ganze dann so aussieht, es ist nur noch Glut da, keine Flammen mehr da, dann habt ihr das richtige Temperatur und habt ihr die richtige Einstellung und könnt den Grill belegen. Ich fange jetzt hier mal an mit 2 Burgerscheiben und ein bisschen Bratwurst. Vorsicht, könnte heiß sein. Also, wem das Ganze zu empfindlich ist, dem empfehle ich Handschuhe. So.
Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Kurz noch eine kleine Randinformation. Am 1. Mai um 18 Uhr findet das nächste interaktive Kochen statt. Ich sag's nochmal, am 1. Mai um 18 Uhr. Unter der Prämisse natürlich, dass Marco nicht arbeiten muss. Das ist die Voraussetzung. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt sieht es so aus, dass Marco nicht arbeiten muss. Aber dann informiere ich euch natürlich nochmal rechtzeitig. Ansonsten bleibt's dabei. Wir sehen uns am 1. Mai. Und dann werden alle möglichen Rätsel aufgelöst, die noch offen sind. Und die Fragen beantwortet, die hier zum Grillen waren. Und natürlich gibt's dann halt ein interaktives Kochen, in dem ihr wieder entscheidet, was auf unseren Tellern landet. Bis zum 1. Mai sage ich dann Tschüss und alles Gute!